Last night we have learned that there is a deep connection between suffering and happiness. Gestern Abend haben wir gelernt, dass es eine tiefe Verbindung zwischen Leiden und Glücklichsein gibt. We have looked into a sheet of paper and have found out that the left side of the sheet of paper and the right side of the sheet of paper, they coexist. Und wir haben uns ein Stück Papier angeschaut und wir haben festgestellt, dass die linke Seite und die rechte Seite dieses Stück Papieres, dass die miteinander existieren. If this is not there, and then the other cannot be there either. Wenn diese Seite nicht da ist, dann kann auch die andere Seite nicht da sein. And you cannot take one out of the other. Und du kannst nicht eins aus dem anderen herausnehmen. You cannot say the left go to Stuttgart and the right go to München. Du kannst nicht sagen, die linke geht jetzt nach Stuttgart und die rechte geht jetzt nach München. They like to be together. Denn sie wollen zusammen sein. And our daily way, our way of thinking every day is a little bit too dualistic. Aber unser alltägliches Denken, das ist ein bisschen zu dualistisch. And that is why our thinking is not in the line, in the direction of the right thinking. Und aus diesem Grund stimmt unser Denken nicht überein mit dem richtigen Denken. And that is why training to think in the right direction, right thinking, we have to learn how to see the interconnection between this and that. Und um diese Art des rechten Denkens zu erlernen, da müssen wir versuchen, diese Verbindung zu verstehen zwischen diesem und jenem. Usually we try to run away from suffering and look for happiness. Normalerweise versuchen wir vor dem Leiden wegzulaufen, um das Glück zu suchen. We are very sure that happiness is elsewhere. It cannot be in the suffering. Und wir sind absolut davon überzeugt, dass das Glück woanders sein muss. Das kann doch niemals im Leiden sein. And we have to remove suffering before happiness is possible. Und wir denken, wir müssen doch das Leiden vernichten, bevor wir das Glück finden können. That way of thinking is called a dualistic thinking. Und diese Art von Denken, die nennt man das dualistische Denken. And the Buddha said that is not right thinking. Und der Buddha hat gesagt, das ist nicht das rechte Denken. When you look into a lotus flower, you see that a lotus is made only of non-lotus elements. Wenn wir uns eine Lotusblume angucken, dann sehen wir, dass diese Lotusblume nur aus Nicht-Lotusblumen-Elementen besteht. Without the sunshine, a lotus can not grow. Denn ohne Sonnenschein kann eine Lotusblume niemals wachsen. The sunshine is not a lotus flower. Aber der Sonnenschein ist keine Lotusblume. But it is an element that is absolutely needed in order for a lotus to be. Aber es ist ein absolut notwendiges Element, damit diese Lotusblume existieren kann. We call it a non-lotus element. Und wir nennen es ein Nicht-Lotus-Element. A cloud is not a lotus. Eine Wolke ist kein Lotus. But without the cloud, there will be no rain, and there is no lotus can grow without water. Aber ohne Wolke gibt es keinen Regen, und ohne Regen kann auch keine Lotusblume wachsen. And that is why the rain is also a non-lotus element. Und deshalb ist auch der Regen ein Nicht-Lotus-Blumen-Element. And if you remove all the non-lotus elements from the lotus cannot no longer be there. Und wenn du alle Nicht-Lotus-Elemente aus dieser Lotusblume wegnimmst, dann kann die Lotusblume nicht mehr existieren.
And among the non-lotus elements, there is the element called mud. Und eines von diesen Nicht-Lotus-Elementen, das ist der Schlamm. Without the mud, a lotus can never grow. Ohne Schlamm kann eine Lotusblume niemals wachsen. You cannot grow lotus on marbles. Weil wir auf Marmor keine Lotusblumen wachsen können. So the same thing is true with happiness. Und für das Glück, für das Glücklichsein gilt genau dasselbe. Happiness is made of non-happiness elements. Auch Glück besteht aus Nicht-Glück-Elementen. And among these non-happiness elements, there is the element called suffering. Und eines von diesen Nicht-Glücks-Elementen, das ist das Leiden. And suffering is a kind of mud that is very necessary for the growth of this happiness lotus. Und das Leiden, das ist diese Art von Schlamm, die mehr als notwendig ist, damit die Lotusblume wachsen kann. So thinking in the non-dualistic way, we can see the role of suffering in making happiness possible. Und wenn wir dieses nicht-dualistische Denken anwenden, dann können wir die Rolle erkennen, die der Schlamm bei dem Wachsen der Lotusblume spielt. Und das Leiden bei dem Glücklichsein. A good gardener knows how to make good use of the lotus in order to make beautiful, how to make good use of the mud in order to make a beautiful lotus. Und ein guter Gärtner, der weiß, wie er den Schlamm benutzen kann, damit er eine Lotusblume wachsen lassen kann. And a good mindfulness practitioner knows how to make good use of suffering in order to create joy and happiness. Und ein guter Praktizierender der Achtsamkeit, der weiß, wie er das Leiden benutzen kann, um Freude und Glück hervorzubringen. We can reflect on what we call the goodness of suffering. Wir könnten einmal darüber reflektieren, was das Gute am Leiden ist. It means the positive role that suffering can play in happiness possible. Es geht hier um die positive Rolle, die Leiden spielen kann, um Glück möglich zu machen. To me, the kingdom of God is not a place where there is no suffering. Und für mich ist das Himmelreich Gottes nicht etwa ein Ort, an dem es kein Leiden gibt. If there is no suffering, and then understanding and compassion will not be possible. Denn wenn es kein Leiden gibt, dann ist auch Mitgefühl und Verstehen nicht möglich. When you look into suffering and you understand suffering, the energy of understanding and compassion arises. Wenn wir uns das Leiden anschauen und das Leiden verstehen, dann entsteht die Energie des Verstehens und des Mitgefühls und steigt in uns auf. And understanding and compassion are the very foundation of happiness. Und Verstehen und Mitgefühl, das sind die Grundelemente des Glücklichseins. A person who does not have understanding and compassion in him or in her cannot be a happy person. Und jemand, der kein Mitgefühl und auch kein Verstehen in sich trägt, der kann kein glücklicher Mensch sein. That is why, in order to be a happy person, we should know how to generate, cultivate the energy of understanding and compassion in us. Deswegen sollten wir als glückliche Menschen in der Lage sein, diese Energie des Mitgefühls und des Verstehens in uns zu kultivieren. And how? Und wie können wir das machen? Getting in touch with suffering, looking deeply into suffering, understanding suffering. Das Leiden berühren, mit dem Leiden in einen tiefen Kontakt kommen und das Leiden verstehen. That is the only way to generate understanding and compassion. Das ist der einzige Weg, Mitgefühl und Verstehen zu kultivieren. Understanding and compassion have the power to heal, reconcile, nourish.
und Mitgefühl und Verstehen, diese haben die Macht zur Versöhnung, die Macht zur Heilung und die Macht, uns zu ernähren. Imagine a place where there is no suffering. Stellt euch einmal einen Ort vor, an dem es kein Leiden gibt. It is like a place without mud. Es ist wie ein Ort ohne Schlamm. You can never grow lotus flowers in such a place. Und wir können an einem solchen Ort niemals Lotusblumen wachsen lassen. A place where there is no suffering. People don't know how and with what to generate the energy of understanding and compassion. Und an einem Ort, wo es kein Leiden gibt, da wissen die Leute gar nicht, wie und auf welche Weise sie diese Energie des Mitgefühls und des Verstehens herstellen könnten. That is why for me to think of the kingdom of God or the pure land of the Buddha as a place where there is no suffering, that is a very naive idea. Deswegen ist es für mich eine ganz naive Vorstellung, sich das Königreich Gottes, das Himmelsreich Gottes als einen Ort vorzustellen, an dem es kein Leiden gibt. Happiness is not possible without the presence of suffering. Denn Glück ist ohne die Präsenz von Leiden gar nicht möglich. That is why my definition of the kingdom is not a place where there is no suffering, but a place where people know how to make good use of suffering in order to create happiness. Deswegen ist meine Definition des Himmelreich Gottes auch nicht ein Ort, an dem es kein Leiden gibt, sondern ein Ort, wo die Leute wissen, mit diesem Leiden gut umzugehen. And that is why we have to remember always without the mud, a lotus can never be possible. Deswegen sollten wir uns stets daran erinnern, dass ohne Schlamm eine Lotusblume niemals existieren kann. 2600 years ago, the Buddha taught us how to transform suffering and how to generate happiness by the way of breathing. Vor 2600 Jahren hat uns der Buddha gelehrt, wie wir Leiden verwandeln und Glücklichsein herstellen können durch achtsames Atmen. 2600 years ago, people already know how to breathe in order to generate a feeling of joy, a feeling of happiness. Schon vor 2600 Jahren verstanden es die Leute, mit ihrer Atmung ein Gefühl der Freude, ein Gefühl des Glücklichseins hervorrufen zu können. How to breathe and calm down a painful feeling, a painful emotion. Sie verstanden es zu atmen und ein schmerzhaftes Gefühl, eine schmerzhafte Emotion zu beruhigen. The monks, the nuns, the lay practitioners in the time of Buddha, they knew how to do these things. Die Mönche und Nonnen und die Laienpraktizierenden zur Zeit des Buddha, die wussten, wie sie das machen sollten. And the teaching on the practice of mindful breathing has been handed down to us by many generations of practitioners. Und diese Lehre vom achtsamen Atmen, die ist über viele, viele Generationen von Praktizierenden an uns weitergegeben worden. The fifth exercise of mindful breathing is how to generate a feeling of joy. Und die fünfte Übung des achtsamen Atmens, die besteht darin, wie kann ich ein Gefühl der Freude hervorrufen? The sixth one is to breathe in such a way that you can generate a feeling of happiness. Und bei der sechsten geht es darum, wie kann ich auf solch eine Art und Weise atmen, dass ich ein Gefühl des Glücks, des Glücklichseins hervorrufen kann. The seventh exercise is to breathe in such a way that you can recognize the painful feeling that is coming up in you. Und bei der siebten geht es darum, wie kann ich so atmen, dass ich ein Gefühl des Leidens, ein Gefühl des Schmerzes, das in mir aufsteigt, erkennen kann. My dear little pain, I know you are there. Mein lieber kleiner Schmerz, ich weiß, dass du da bist. I will take good care of you. Und ich werde mich gut um dich kümmern. And that is the practice. The exercise number 7, recognizing the painful feeling or the painful emotion that is coming up. Und das ist diese siebte Übung,
das bloße Erkennen dieses Schmerzes, dieses schmerzhaften Gefühls, das in mir aufsteigt. You learn how to take care of the painful feeling, the painful emotions in you. Und du lernst, wie du dich darum kümmern kannst, wie du dich um diese schmerzhaften Gefühle und schmerzhaften Emotionen in dir kümmern kannst. By generating the energy of mindfulness. Indem du die Energie der Achtsamkeit in dir herstellst. And recognize his presence. Und die bloße Präsenz erkennst. You do not try to run away from the painful emotion, the painful feeling. Wir versuchen nicht, vor diesem schmerzhaften Gefühl, vor dieser schmerzhaften Emotion davonzulaufen. In fact, we come home in order to take care of them. Tatsächlich wollen wir nach Hause zurückkehren, um uns um sie zu kümmern. And the first thing we do is to recognize it as being there. Und das Erste, was wir machen, ist, wir erkennen, dass es da ist. Mindfulness is the kind of energy that help us to recognize what is going on. Und Achtsamkeit, das ist diese Art von Energie, die uns dabei hilft, zu erkennen, was in diesem Augenblick passiert. What is going on in our body? Was in unserem Körper passiert? What is going on in our feelings and emotions? Was bei unseren Gefühlen und Emotionen passiert? And the second function of mindfulness is to help embrace and calm it down. Und die zweite Funktion von Achtsamkeit besteht darin, dass dieses Gefühl umarmen zu können und helfen und dabei zu helfen, es zu beruhigen. This morning we have practiced the third exercise of mindful breathing. Heute Morgen, da haben wir die dritte Übung des achtsamen Atmens geübt. Breathing in, I'm aware of my body. Einatmend bin ich mir meines Körpers bewusst. So mindfulness recognize the presence of your body. Es ist also die Achtsamkeit, die die Gegenwart des Körpers erkennt. When you spend 3 hours with your computer, you completely forget that you have a body. Wenn du 3 Stunden vor deinem Computer sitzt, dann vergisst du total, dass du überhaupt einen Körper hast. And when mind is not with the body, you are not truly there, you are not truly alive. Und wenn der Geist nicht bei dem Körper ist, dann bist du auch nicht wirklich da, dann bist du nicht wirklich lebendig. So this exercise help you to bring your mind home to your body. And help you to remember that, oh, I have a body. Und diese Übungen helfen dir dabei, mit deinem Geist zu deinem Körper zurückzukehren und festzustellen, oh, ich habe einen Körper. And there may be a lot of tension in your body. Und es kann sein, dass dein Körper voller Spannungen ist. You have been working so hard and you have accumulated a lot of tension in your body. Vielleicht hast du so hart gearbeitet, dass sich viele Anspannungen in deinem Körper angesammelt haben. So the third exercise help you to recognize your body and also help you to see that there is a lot of tension in your body that prevent you to be light, free and happy. Die dritte Übung hilft dir also dabei, deinen Körper wahrzunehmen, deinen Körper zu erkennen und auch zu erkennen, dass du viele Spannungen in deinem Körper hast, die dich davon abhalten, frei, leicht und glücklich zu sein. And that is why we have the fourth exercise, breathing in, I release the tension from my body. Aus diesem Grunde haben wir die vierte Übung, die da heißt, einatmend, lasse ich alle Spannungen in meinem Körper los. So mindfulness here play the role of recognizing the body and help the body to calm down, to release the tension. Und Achtsamkeit spielt also in diesem Fall die Rolle, den Körper zu erkennen und dem Körper zu helfen, die Spannungen loszulassen und sich zu entspannen. And these two exercises help us to take good care
of our body. Und mit diesen beiden Übungen, mit Hilfe dieser beiden Übungen können wir uns gut um unseren Körper kümmern. And exercise, breathing in, I calm my pain. Und die achte Übung lautet, einatmend beruhige ich meinen Schmerz. It is exactly like the third and the fourth. Es ist genau das gleiche wie bei der dritten und vierten Übung. The seven is to be aware of the painful feeling, and the eight is to calm down that painful feeling. Bei der siebten geht es um das Erkennen des Schmerzes und bei der achten um das Beruhigen des Schmerzes. There is the first block, the first kind of energy, the energy of pain. Und das ist dieser erste Block von Energie, das ist die Energie des Schmerzes. But there is another source of energy called mindfulness. Aber es gibt noch eine andere Quelle der Energie, die Energie der Achtsamkeit. And this energy is generated by your practice of mindful walking or mindful breathing. Und das ist die Art von Energie, die dadurch entsteht, indem du achtsam atmest und achtsam gehst. And this second energy help recognize the other energy, the energy of pain. Und mit Hilfe dieser Energie können wir diese andere Energie erkennen, die Energie des Schmerzes erkennen. And embrace the pain and try to calm it down. Und den Schmerz umarmen und versuchen, ihn zu beruhigen. So mindfulness is not trying to suppress to fight the pain. Mindfulness is trying to take good care of the pain, like a mother trying to calm down her baby. Und Achtsamkeit versucht nicht etwa, den Schmerz zu unterdrücken und zu bekämpfen, sondern stattdessen versucht Achtsamkeit, sich liebevoll um den Schmerz zu kümmern, so wie eine Mutter sich um ihr Kind, um ihr Baby kümmert. When the baby suffers and cries, the mother will pick up the baby and hold her tenderly into her two arms. Wenn das Kind weint, dann wird die Mutter das Kind liebevoll und zärtlich in ihre Arme nehmen und sich darum kümmern. The mother does not know yet why the baby suffers. Die Mutter weiß noch nicht, warum das Baby leidet. But the fact that she is holding tenderly the baby in her two arms can help the baby suffer less right away. Aber die Tatsache, dass die Mutter das Baby liebevoll in den Armen hält, das hilft dem Kind, das Leiden zu verringern, das hilft sofort, unmittelbar, dass das Kind weniger leidet. Because the energy of tenderness from the mother has begun to penetrate into the body of the baby. Weil diese liebevolle, zärtliche Energie der Mutter schon angefangen hat, in das Kind einzudringen. So the practitioner does the same. Und ein Praktizierender, der tut genau dasselbe. She, although she does not know yet the cause, the reason of her pain, but the fact that she is holding the pain with her mindfulness can already bring about a relief. Und auch wenn sie den Grund oder die Ursache ihres Leidens noch nicht kennt, dann kann alleine ihr zärtliches sich darum kümmern schon ein weniger Leiden bringen. So every time a practitioner feels that a painful feeling or emotion is coming, she's not trying to run away from that. She practices mindful breathing, mindful walking, generating the energy of mindfulness, and come home and do just that, recognizing the pain and embracing the pain. Und wenn immer also ein Praktizierender einem schmerzhaften Gefühl begegnet, dann versucht er nicht von diesem Gefühl wegzulaufen, sondern stattdessen wird er achtsames Gehen und achtsames Atmen praktizieren und versuchen, zu sich nach Hause zurückzukehren, um sich liebevoll um dieses Gefühl zu kümmern. And 2000
600 years ago, the Buddha recommended that kind of practice so that his disciples knew how to take care of the painful feelings and the painful emotions in them. Und diese Praxis hat der Buddha schon vor 2600 Jahren seinen Schülern gelehrt, damit diese lernen und wissen, wie sie sich um ihre schmerzhaften Emotionen und Gefühle kümmern können. And exercises that follow can help us to go further and transform completely the pain into something more positive, like freedom and joy. Und die Übungen, die dann folgen, die sind dazu da, dass wir noch weitergehen können und den Schmerz dann wirklich noch weitergehen verwandeln können in etwas Positives, etwa Freiheit und Freude. The teaching and the practice of mindful breathing offered by the Buddha is simple enough and very practical, very concrete. Und die Lehre und die Praxis des achtsamen Atmens, die uns der Buddha gelehrt hat, die ist einfach genug, aber auch sehr konkret. Thus, if the seventh and the eighth exercise help us to calm down our pain, and then the fifth and the sixth help us to generate joyful feeling of happiness for us to nourish ourselves. Und wenn wir bei der siebten und achten lernen und sich um uns, um unseren Schmerz zu kümmern, dann lehrt uns die fünfte und sechste Übung, wie wir ein Gefühl der Freude und des Glücklichseins herstellen können, um uns damit zu ernähren. You do not practice like breathing in, I feel happy or joyful. You cannot force yourself to be happy. You cannot force yourself to be joyful. Aber du kannst nicht so praktizieren. Einatmen bin ich glücklich, einatmen bin ich Freude. Wir können uns nicht dazu zwingen, ein Gefühl der Freude oder des Glücks zu empfinden. You need joy, you need happiness. But you can never force yourself to be joyful or happy. Du brauchst Freude, du brauchst Glück, aber wir können uns niemals dazu zwingen, freudig oder glücklich zu sein. Joy and happiness must come naturally. Und Freude und Glück, die müssen wie selbstverständlich kommen. It's like mindful breathing. When you hear breathing in, I know I'm breathing in. Like you have to force yourself to breathe in. Es ist wie mit dem achtsamen Atmen. Wenn du hörst einatmend, weiß ich, dass ich einatme, dann ist es ja so, als wenn du dich dazu zwingst einzuatmen. In fact, you don't have to breathe in. You are breathing in and out all the time. You don't need to force yourself to breathe in. Aber tatsächlich ist es so, dass du dich nicht zwingen musst einzuatmen, weil du sowieso immer einatmest und dich dazu nicht zwingen musst. What you need is to be aware, to be aware. What you need is to be aware that you are breathing in. Was wir brauchen, ist ein Bewusstsein dessen, dass wir atmen, dass wir uns bewusst sind, achtsam sind, dass wir atmen. And that kind of awareness can bring insight. Und diese Art von Bewusstsein, diese Art von Achtsamkeit, die kann eine Einsicht hervorbringen. And that insight can help you to be joyful and happy while you breathe in. Und diese Einsicht, die kann dir dann dabei helfen, freudvoll und glücklich zu sein, während du einatmest. There are three kinds of energies that practitioners should be able to generate all day long. Es gibt drei Arten von Energie, die jeder Praktizierende in der Lage sein sollte, im Tagesverlauf hervorzurufen. That is the energy of mindfulness, concentration and insight. Und das sind die drei Energien von Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht. Mindfulness, as we know, is the energy that helps us to be aware of what is going on. Achtsamkeit, wie wir bereits wissen, das ist die Energie, die uns dabei hilft, uns bewusst zu machen, was in diesem Augenblick passiert. And if you are truly mindful of something, you'll be concentrated on that.
wenn du wirklich achtsam bist in Bezug auf eine Sache, dann bist du auch konzentriert in Bezug auf diese Sache. Like why breathing in, if you are mindful of your in-breath all the way through, and then you are naturally concentrated on your in-breath. Wenn du dir zum Beispiel, während du einatmest, deines ganzen Atemzuges bewusst bist, von Anfang bis Ende, dann bist du automatisch auch voll konzentriert auf diesen Atemzug. And that is why the energy of concentration all is already there in the energy of mindfulness. Und deshalb ist diese Energie von Konzentration, die ist immer da in dieser Energie von Achtsamkeit. And that is the second exercise of mindful breathing recommended by the Buddha. Und das ist die zweite Übung des achtsamen Atmens, die uns der Buddha empfohlen hat. While I am breathing in, I follow my in-breath all the way through. Während ich einatme, folge ich meinem Einatmen von Anfang bis Ende. Breathing out, I follow my out-breath all the way through. Ausatmend folge ich meiner Ausatmung von Anfang bis Ende. So this second exercise of mindful breathing help the energy of concentration to grow stronger within the heart of mindfulness. Und diese zweite Übung, die hilft uns dabei, dass die Energie von Konzentration stärker wird in dieser Energie von Achtsamkeit. And then not only the energy of mindfulness carries within herself the energy of concentration, but she also carries in herself the energy of insight. Und die Achtsamkeitsenergie, die trägt nicht nur die Energie der Konzentration in sich, sondern außerdem trägt sie auch noch die Energie der Einsicht in sich. Insight, the nature of insight is the nature of enlightenment. Und bei Einsicht, also die Natur der Einsicht, das ist die Natur von Erleuchtung. And enlightenment and insight is not something far away. It can be obtained right in your in-breath. Und Erleuchtung und Einsicht, das sind keine Sachen, die in weiter Ferne von uns sind, sondern die können wir innerhalb eines einzigen Atemzuges erreichen. Breathing in mindfully, you may discover, you may get the insight that you are there, alive. Wenn du achtsam einatmest, dann kannst du die Einsicht, die Erleuchtung haben, dass du wirklich da bist, dass du lebendig bist. When you are totally absorbed, 2 hours in your computer, you don't have that insight. Und wenn du 2 Stunden lang völlig in deinem Computer absorbiert bist, dann kannst du diese Art von Einsicht nicht haben. You don't know that you are alive, that you are there. Und du weißt gar nicht, dass du lebendig bist, dass du überhaupt da bist. So when you breathe in mindfully, suddenly you find out that, I am there, still alive. Und achtsam einatmen, stellst du plötzlich fest, oh, ich bin ja noch da, immer noch lebendig. And that is already enlightenment. Und das ist schon Erleuchtung. Because countless people living around us, they circulate like that, but they are not aware that they are alive. They are there, and they don't enjoy their presence, the fact that they are alive. Weil es zahllose Menschen um uns herum gibt, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind und die gar nicht wissen, dass sie lebendig sind und auch gar keine Freude darüber und das gar nicht genießen können. So breathing in, you may need only 2 or 3 seconds and you generate not only mindfulness but also concentration and also insight. Und vielleicht brauchst du beim Einatmen nur 2 Sekunden. Und dann hast du nicht nur Achtsamkeit, sondern auch Konzentration und Einsicht. You are enlightened about the fact that you are there, still alive. Und du
du bist erleuchtet in Bezug auf die Tatsache, dass du immer noch da bist, dass du lebendig bist. And to be there on this beautiful planet, to still be there alive, is a miracle. Und hier zu sein, auf diesem schönen Planeten, immer noch hier und lebendig zu sein, das alleine ist schon ein Wunder. And that is the greatest of all miracles. Und das ist das größte aller Wunder. And there are people who live 100 years, but never have that kind of insight. Und es gibt Menschen, die werden 100 Jahre alt, ohne jemals diese Einsicht zu haben. You need only to breathe in mindfully and get that insight that you are there, alive. Du musst lediglich achtsam einatmen, um diese Einsicht zu haben, dass du da bist, dass du lebendig bist. And with that light in you, with that insight in you, you can already breathe out and celebrate the fact that you are alive. Und mit dieser Einsicht in dir, mit diesem Wissen in dir, da kannst du schon beim Ausatmen anfangen zu feiern, die Tatsache zu feiern, dass du lebendig bist. And that is why your in-breath can be very joyful and pleasant. Und aus diesem Grunde kann deine Einatmung schon ein freudiges und angenehmes Erlebnis sein. And you breathe and you walk like you are celebrating the event that you are alive. Und du gehst und atmest auf eine solche Art und Weise, als wenn du das feiern würdest, die Tatsache, dass du lebendig bist. And that is why if you suffer while breathing in or making a step, you know that your practice is not right. Und deswegen weißt du, dass du nicht richtig praktizierst, wenn du leidest beim Atmen und beim Gehen. If you want your practice to be correct, it should bring you joy. Happiness, right in the here and the now. Wenn du möchtest, dass deine Praxis richtig ist, dann sollte sie dir Glück und Freude bringen im Hier und Jetzt. Breathe and walk in such a way that every in-breath, every out-breath and every step can bring you joy and happiness. Atme und gehe auf eine solche Art und Weise, dass jeder Schritt, dass jeder Atemzug dir Freude und Glück bringen kann. When you bring your mind home to your body, and get established in the present moment, you find out that you have so many conditions of happiness that are already available. Wenn du deinen Geist zu deinem Körper zurück nach Hause bringst, dann wirst du dir bewusst, dass du schon so viele Sachen da sind, um glücklich zu sein. You are much luckier than many of us in the world. Du bist wesentlich besser dran, wesentlich glücklicher als viele andere Menschen auf der Welt. With these conditions of happiness available, you can be happy right here, right now, and you don't have to run into the future in order to get happiness. Und mit diesen vielen Bedingungen, die du schon hast zum glücklich sein, kannst du im Hier und Jetzt schon glücklich sein und brauchst nicht ständig an die Zukunft zu denken und Dingen hinterher zu laufen, die in der Zukunft liegen. So according to this teaching and practice, a practitioner should be someone capable of generating a feeling of joy, a feeling of happiness whenever she likes to. Und nach dieser Lehre, nach dieser Praxis, da sollte ein Praktizierender stets in der Lage sein, ein Gefühl der Freude und ein Gefühl des Glücks zu produzieren, und zwar wann immer er möchte. This is about the art of happiness. Hier geht es um die Kunst des Glücklichseins. If you know the art of being happy, and then you can create joy and happiness for you and for your beloved one with the practice of mindfulness. Wenn du die Art des Glücklichseins beherrschst, dann kannst du Freude und Glück für dich selber und für die anderen in deiner Umgebung produzieren. To be happy is an art. Es ist eine Kunst, glücklich zu sein. But to suffer is also another kind of art. Aber auch das Leiden ist eine Kunst. If you know how to suffer, you will suffer much less. Wenn du es verstehst zu leiden, dann wirst du viel weniger leiden. And you will know how to make good use of the suffering in order to create happiness. Und du wirst es verstehen, du wirst es lernen, wie du dein Leiden gut benutzen kannst, um Glück herzustellen.
Because there is a deep connection between the two, suffering and happiness. Weil es eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden gibt, zwischen Glück und Leiden. To complete the first set of four exercises, we should mention that the first exercise is to be aware of your in-breath and out-breath. Und um das Ganze zu vervollständigen, fügen wir noch hinzu, dass es bei der ersten Übung darum geht, sich seines Einatmens und seines Ausatmens bewusst zu sein. If you are to go to a solo retreat in the mountain, what kind of scripture would you like to bring with you if you are to choose only one? What kind of scripture? Wenn du einmal zu einem Einzelretreat gehen solltest, also dich zurückziehst, welche Art von Schriftstück würdest du mitbringen, wenn du nur ein einziges Schriftstück mitbringen könntest? I don't think that you need to bring along a lot of sutras. Ich glaube nicht, dass du viele Sutras mitbringen müsstest. You need only to bring the Sutra of Mindful Breathing. Einzig das Sutra des achtsamen Atmens solltest du mitbringen. I memorize already the sutra, so that I don't have to carry anything with me. Ich habe es schon auswendig gelernt, deswegen muss ich es nicht mehr mit mir herumtragen. If the energy of mindfulness can carry it in herself, the energy of concentration and insight, and then the energy of concentration and insight also carry within themselves the energy of mindfulness. Und wenn wir also sagen, dass die Energie von Achtsamkeit schon die Energie von Konzentration und Einsicht beinhaltet, dann ist es auch so, dass die Energie von Konzentration und Einsicht auch wiederum die Energie von Achtsamkeit enthalten. And these are the two kinds of energies that practitioners generate all day long. Und das sind die drei Arten von Energie, die ein Praktizierender während des ganzen Tages versucht herzustellen. It is with these three energies that you can transform your suffering and generate your happiness. Und mit diesen drei Energien, da kannst du dein Leiden verwandeln und Glück hervorrufen. And a community of practice is a community that produces that energy together and help each other to heal and to transform. Und eine Praxis, eine Gemeinschaft von Praktizierenden, das ist eine Gemeinschaft, die diese Arten von Energie hervorruft, die dann Heilung bringen kann. When we speak of emotions, usually we speak of negative emotions. Wenn wir von Emotionen sprechen, dann sprechen wir üblicherweise über negative Emotionen. Like anger and fear. Wie zum Beispiel Wut oder Angst. And despair. Und Verzweiflung. Suspicion. Misstrauen. And so on. Und so weiter. But on this side there are positive emotions that we can cultivate in our daily life. Aber auf dieser Seite gibt es auch positive Gefühle, die wir in unserem Alltag kultivieren können. Like the energy of love, loving kindness. Zum Beispiel die Energie von Liebe und liebevoller Güte. The energy of compassion. Die Energie des Mitgefühls. The energy of joy. Die Energie der Freude. And the energy of inclusiveness. Und die Energie der Inklusivität. And so on. Und so weiter. In the teaching of the Buddha, true love is made of four kinds of emotions called loving kindness, compassion, joy and inclusiveness. Und nach der Lehre des Buddha besteht wahre Liebe aus diesen vier Elementen, aus liebevoller Güte, Mitgefühl, Freude und Inklusivität. And while cultivating these flowers, you can make good use of the mud on the other side. Und während wir diese Blumen züchten, diese Blumen wachsen lassen, da können wir diesen Schlamm auf der anderen Seite gut gebrauchen.
anything you can do in order to take care of your suffering, help you to cultivate more of these beautiful emotions. Und alles, was wir machen können, um uns, um unser Leiden zu kümmern, hilft dabei, die anderen, die positiven Blumen hervorzubringen. And anything you do in order to cultivate more of these beautiful flowers, help you to transform the mud on the other side. Und alles, was du tust, um diese schönen Blumen zum Wachsen zu bringen, hilft auch dabei, den Schlamm auf der anderen Seite zu verwandeln. The energy of loving kindness, maitri, is the kind of energy that can bring, that can offer happiness. Und die Energie der liebevollen Güte, Maitri, das ist eine Art von Energie, die Glück hervorbringen kann. Maitri can be translated as friendship. Maitri kann auch als Freundschaft übersetzt werden. You should be a friend of him. You should be a friend of her in that relationship. Du solltest ihr ein Freund sein oder ihm oder ihr eine Freundin sein in dieser Art von Beziehung. And you have to learn how to be your own friend. Und du musst lernen, wie du dein eigener Freund sein kannst. If you have the intention, desire to make a person happy, that is not maitri yet. Wenn du den Wunsch oder das Verlangen hast, eine andere Person glücklich zu machen, das ist nicht maitri. With plenty of goodwill, you try to make him happy, her happy, but the more you do, the more the other person suffer. Und mit viel gutem Willen, mit viel guter Absicht versuchst du den anderen, die andere glücklich zu machen, aber je mehr du es versuchst, desto mehr leidet der andere. I think fathers naturally want their sons to be happy. Ich denke, Väter, die wollen ganz selbstverständlich, dass ihre Söhne glücklich sind. There is no doubt that the willingness to help their son to be happy is there. Ich denke, es gibt keinen Zweifel, dass der Wille, das Verlangen da ist, dass ihre Söhne glücklich sein sollten. And the more he tries to make his the more he tries, the more the father tries to make his son happy, the more the son suffers. Und je mehr der Vater versucht, seinen Sohn glücklich zu machen, desto stärker leidet der Sohn. So the willingness to love is not love yet. Der gute Wille zu lieben ist also noch nicht wirklich Liebe. In order to make someone happy, you should understand him or her. Um jemanden glücklich zu machen, musst du ihn oder sie verstehen. You should understand the suffering, the difficulties and the deepest aspiration in that person. Du solltest seine Schwierigkeiten, seine Probleme und sein Leiden und seine tiefsten Bestrebungen verstehen. Without that kind of understanding, you cannot generate the energy of maitri. Loving kindness. Und ohne diese Energie des Verstehens wirst du nicht in der Lage sein, diese Energie von liebevoller Güte, von Maitri hervorzurufen. Therefore, if you are in a relationship and if you want to know whether your love is true love, you have to ask the question, as the element of Maitri is there in your love. Und wenn du also in einer Beziehung bist und wissen möchtest, ob deine Beziehung wahre Liebe ist, dann solltest du dich fragen, ob dieses Element von Maitri in der Beziehung vorhanden ist. Am I capable of offering him or her happiness? Bin ich wirklich in der Lage, ihm oder ihr Glück darzubieten, anbieten zu können? If your love cannot make him or her happy, that's not true love. Wenn deine Liebe den anderen nicht glücklich machen kann, dann ist es auch keine wahre Liebe. So the element maitri may not exist in your relationship. Und dann kann es sein, dass dieses Element von maitri in deiner Beziehung nicht existiert. And we have seen it so clear that love is possible only without love is possible only with understanding.
Und wir haben ja ganz klar gesehen, dass Liebe ohne Verstehen nicht möglich ist. And understanding here is first of all understanding the suffering and the difficulty and the anguish and the loneliness of the other person. Und verstehen bedeutet hier zuallererst, das Leiden des anderen zu verstehen, die Probleme und Schwierigkeiten und die Einsamkeit des anderen zu verstehen. So we should look deeply in the other person to see whether we have seen and understood the suffering, the anguish, the loneliness in him or in her. Wir sollten also tief in die andere Person hineinschauen, um zu gucken, ob wir wirklich verstanden haben, ob wir das Leiden, die Schwierigkeiten und die Probleme des anderen wirklich verstanden haben. And if we have that kind of understanding, we are sure that there is mercy in our relationship. Und wenn wir diese Art von Verstehen haben, dann können wir uns sicher sein, dass auch Maitri in unserer Beziehung existiert. And you can help, you can ask for help from the other person also. Und du kannst um Hilfe bitten, du kannst die andere Person um Hilfe bitten. You can come to him or to her and ask, darling, do you think I understand you enough? Du kannst sagen, Liebling, glaubst du, dass ich dich gut genug verstehe? Have I understood your suffering, your difficulty, your loneliness? Habe ich dein Leiden, deine Probleme und deine Einsamkeit verstanden? And if you are eager to learn, and then the other person will help you. Und wenn du wirklich lernen willst, da mehr lernen willst, dann wird die andere Person dir auch dabei helfen. And as your understanding of that person grows, maitri, loving kindness in you continue to grow at the same time. Und indem dein Verstehen der anderen Person wächst, wächst auch maitri, wächst auch deine liebevolle Güte zu dieser Person im gleichen Maße. So true love should have the element of maitri, the capacity of offering joy, offering happiness. Deswegen sollte wahre Liebe dieses Element von maitri haben, das Element von Freude anbieten und darbringen zu können und Glück anbieten und darbringen zu können. And in our relationship, we learn how to cultivate that emotion called maitri all day long. Und in unserer Beziehung, da versuchen wir, dieses Gefühl, diese Energie von Maitri den ganzen Tag lang zu kultivieren. We learn to feed our love, to nourish our love. Wir lernen es, unsere Liebe zu füttern, unsere Liebe zu ernähren. A love, however beautiful it is, cannot survive if you don't know how to nourish it. Und egal wie schön eine Liebe ist, sie kann nicht überleben ohne genährt, ohne gefüttert zu werden. And that is why cultivating maitri, cultivating loving kindness is the way to keep your love alive and help us to grow every day. Und deswegen ist das Kultivieren von Maitri, von liebevoller Güte, das ist der Weg, um die Liebe zu nähren, die Liebe zu füttern und jeden Tag zu wachsen zu lassen. Karuna is the second emotion, positive emotion that we have to cultivate also every day. Und Karuna, das ist die zweite positive Emotion, die wir auch versuchen sollten, jeden Tag zu kultivieren. Maitri, Karuna is the kind of energy that can help remove the suffering in the person you love. Und Karuna, das ist die Art von Energie, die helfen kann, das Leiden in der anderen Person wegzumachen, zu verwandeln. Karuna has the power to neutralize the suffering and to transform it. Karuna kann das Leiden neutralisieren und verwandeln.
And if your love cannot help the other person to suffer less, it does not have the element of karuna in it. Und wenn deine Liebe nicht in der Lage ist, das Leiden der anderen Person zu mindern, dann fehlt das Element von Karuna in der Liebe. And that is why we have to begin generating the energy of karuna in our relationship. Und deswegen müssen wir damit anfangen, diese Energie von Karuna in unserer Beziehung zu kultivieren. And again, karuna, compassion can grow only with understanding. Und ich sage nochmal, dass auch Karuna, das Mitgefühl, nur wachsen kann mit der Energie des Verstehens. If the other person feels that she is understood by you, and then she suffers less right away. Wenn die andere Person das Gefühl hat, dass sie von dir verstanden wird, dann wird ihr Leiden sofort weniger werden. Again, understanding suffering is a very crucial basic practice. Und noch einmal, das Verstehen des Leidens ist die entscheidende Praxis hier. And then the mudita, the third element of true love, is also something that is generated by your daily practice. Und auch mudita, Freude, das dritte Element von wahrer Liebe, ist etwas, das durch unsere tägliche Praxis, durch unser tägliches Üben hervorgerufen wird. True love is a kind of love that offers joy to her and to you at the same time. Wahre Liebe ist eine Art von Liebe, die Freude darbringt, die Freude anbietet für dich und für die andere Person zur selben Zeit. If the other person, like your son, your daughter, your father, your mother, your partner, cry all day, that means in your love you don't have mudita. Und wenn die andere Person, sei es dein Partner, deine Mutter, dein Vater oder dein Sohn oder deine Tochter, den ganzen Tag nur weinen, dann weißt du, dass das Element von mudita nicht da ist. Joy is a mark of true love. Freude ist ein Zeichen von wahrer Liebe. If there is no joy, your love is not true love. Und wenn da keine Freude ist, dann kann die Liebe auch keine wahre Liebe sein. And upeksha is the fourth element of true love. Und upeksha ist das vierte Element von wahrer Liebe. In true love, there is no longer any frontier separating the lover and the beloved one. Wenn wir bei wahrer Liebe, da ist existiert eine Trennlinie zwischen Liebenden und Geliebtem nicht länger. Her love, her happiness is your happiness. Ihre oder sein Glück, das ist dein Glück. Your suffering is her suffering. Und dein Leiden ist ihr Leiden. Happiness and suffering are no longer individual matter. Und Glück und Leiden, das sind nicht länger nur individuelle Tatsachen, Probleme. In true love, you cannot say, darling, that's your problem. Und bei wahrer Liebe, da kannst du nicht einfach sagen, Schatz, das ist dein Problem. In true love, there is no longer two separate selves. Bei wahrer Liebe, da gibt es nicht länger diese zwei unabhängigen Selbst. You are included in her love and she is included in your heart. Du bist in ihrer Liebe beinhaltet und sie ist in deinem Herzen beinhaltet. And these four elements of true love should be able to grow bigger and bigger every day. Und diese vier Elemente von wahrer Liebe, die sollten jeden Tag wachsen und weiter wachsen können. And that, if that is true love, and then all of us will profit from your love. Und wenn es wahre Liebe ist, dann werden alle um euch herum von dieser wahren Liebe profitieren. Because your love continue to grow and continue to embrace all of us. Weil die Liebe dann weiter und weiter wächst und
alle um euch herum umarmen kann. True love does not exclude. Wahre Liebe schließt niemanden aus. You do not exclude him or her, but you don't exclude us also. Du weder schließt du ihn oder sie aus, aber du schließt auch uns nicht aus. You don't love him just because he belong to the same race or the same religion. Und du liebst ihn nicht deshalb, weil er zur gleichen Rasse wie du gehörst oder weil er zur gleichen Religion wie du gehörst. Your love is without any discrimination. Deine Liebe ist ganz ohne Diskriminierung. Your love includes everything and everyone. Deine Liebe beinhaltet alles und jeden. And that is why the four elements of true love in Buddhism have been described as the four unlimited mind, unlimited emotions. Und deswegen wurden diese vier Bestandteile von wahrer Liebe im Buddhismus auch als die vier grenzenlosen Geisteszustände, die vier grenzenlosen Sachen beschrieben. There is a French writer, Antoine Saint-Exupéry, the author of The Little Prince. He said in one of his books, Terre des Hommes, that to love each other is not just to sit and look at each other, but to look at the same time in the same direction. Und es gibt einen französischen Autor, Antoine d'Exupéry, der Autor von Der kleine Prinz, der hat in einem seiner Bücher, Terre des Hommes, hat er geschrieben, dass Liebe ist es, wenn zwei Menschen in die gleiche Richtung schauen. I think, when we love each other, we have the right to sit there and contemplate each other. Und ich denke, wenn wir uns lieben, dann haben wir das Recht, dort zu sitzen und uns gegenseitig anzuschauen. In fact, we should have the time to sit and to look at each other. Und tatsächlich sollten wir auch die Zeit haben, um uns hinzusetzen und uns gegenseitig anzuschauen. And the present moment is the place where we should be in order to recognize each other's presence as something very precious for both of us. Und im gegenwärtigen Moment, das ist der Ort, wo wir da sein sollten, um unsere Gegenwart als etwas Wertvolles zu schätzen. How can you love if you are not there? Wie kann man lieben, wenn man nicht da ist? So in order to truly love someone, you need to have the present moment. Um jemanden also wirklich lieben zu können, da brauchst du den gegenwärtigen Augenblick. And so many of us are so busy. We have the future, we have the past, but we don't have the present moment. Und viele von uns sind so beschäftigt, sie haben die Zukunft, sie haben die Vergangenheit, aber sie haben nicht den gegenwärtigen Augenblick. You should have the here and the now in order to love. Aber wir sollten das hier und jetzt haben, um lieben zu können. And you have the right to look at your beloved one and recognize the beauty, the freshness in her, in him. Und du hast das Recht, die geliebte Person anzuschauen und ihre Frische und ihre Schönheit genießen zu können. You are like a gardener. You appreciate what is beautiful, what is refreshing, nourishing and healing in your garden, and you do your best in order to help these things to grow. Du bist wie ein Gärtner, der sich an den schönen, frischen und herrlichen Sachen im Garten erfreut und ihnen dabei hilft, weiter zu wachsen. You should recognize what is good, beautiful, refreshing and healing in the person of your beloved one, and help these elements to continue to grow for his sake, her sake, and also for you. Und du solltest erkennen können, was in der anderen Person gut ist, was schön ist,
was heilsam ist und was erfrischend ist. Und du solltest es kultivieren können zu deinem eigenen Guten, aber auch für das Gute, zum Gelingen, zum Guten der anderen Person. And you also have the time to look in order to recognize that beside that beauty, that freshness, there is also some anguish, some loneliness, some fears of anger in the person you love. Aber du solltest auch die Zeit haben, um erkennen zu können, dass neben all den schönen Sachen es auch viele Probleme, viele Ängste, Wut und Einsamkeit in der anderen Person gibt. And seeing that your compassion is born and you know what to do and what not to do in order to help transform the suffering in the person you love. Und wenn du das machst, dann wird Mitgefühl in dir aufsteigen und du wirst genau wissen, was du machen musst, um das Leiden der anderen Person zu lindern. So looking in the person of your beloved one, you have a chance to cultivate the four elements of true love in you and help cultivate these four elements in him or in her. Und wenn du also die deine geliebte Person dir anschaust, dann hast du die Gelegenheit, diese vier Elemente von wahrer Liebe in dir selber zu kultivieren, aber auch sie in der anderen Person zu kultivieren. So the process of loving is also a process of transformation and healing. Der Prozess der Liebe ist also auch ein Prozess des Verwandelns und des Heilens. And your transformation and healing not only profit you, but profit all of us. Und diese Verwandlung und diese Heilung, die kommt nicht nur dir alleine zugute, sondern die kommt uns allen zugute. There are couple who do not have the time to look at others. Und es gibt Paare, die haben keine Zeit, um sich in Ruhe anzuschauen. They are unable to understand the suffering of each other. Und sie sind nicht in der Lage, das Leiden in dem anderen, in der anderen zu verstehen. And they have made each other suffer more. Und sie haben einander noch mehr Leid zugefügt. In the beginning, the love was so beautiful. Am Anfang vielleicht war ihre Liebe so schön. But now, since they like to sit there and look at each other. Und am Anfang, da haben sie es doch gerne gemacht, einfach dort zu sitzen und sich gegenseitig anzuschauen. But now, when they look at each other, they are no longer happy. Aber jetzt macht es sie nicht mehr glücklich, wenn sie sich jetzt anschauen. Because they have made each other suffer a lot already. Weil sie einander schon so viel Leid zugefügt haben. So they agree to look into another direction. The direction of the television. Und sie stimmen darüber ein, von nun an gemeinsam in eine andere Richtung zu gucken, und zwar in Richtung des Fernsehers. And if that the other direction is the direction of the television, and that seems to be a little bit too tragic. Und wenn es so kommt, dass diese gemeinsame Richtung, in die beiden schauen, der Fernseher ist, dann hat das etwas Tragisches. They are looking for something to cover up the suffering and the loneliness inside. Weil sie dann nach etwas suchen, um ihr Leiden und ihre Einsamkeit zu überdecken. But if we understand the suffering of each other, we come to understand the suffering of the world. Wenn wir es aber schaffen, das Leiden in uns gegenseitig in uns zu verstehen, dann können wir auch das Leiden der Welt verstehen. Because the suffering in us carries within itself the suffering of our father, our mother and our ancestors. Weil das Leiden in uns, das trägt schon in sich das Leiden unserer Mutter, unseres Vaters und all unserer Vorfahren. The suffering in us also carries the suffering of our nation and our society. Und das Leiden in uns, das trägt auch das Leiden unseres Landes und unserer Gesellschaft in sich. And understanding the suffering inside of us
we come to understand the suffering of our parents, our ancestors, and of our nation and ancestors and society. Und wenn wir es schaffen, das Leiden in uns zu verstehen, dann verstehen wir auch gleichzeitig das Leiden unserer Eltern, unserer Vorfahren, unseres Landes und unserer Gesellschaft. And with that understanding arising, compassion, true love also arises. Und wenn dieses Verstehen in uns aufsteigt, dann steigt auch gleichzeitig Mitgefühl und wahre Liebe in uns auf. And with understanding and compassion in us, we will know how to live our daily life in such a way that can reduce the suffering not only in us, but in our family, in our nation, and in our society. Und mit diesem Mitgefühl und mit dem Verstehen in uns, dann wissen wir, wie wir unser Leben, unseren Alltag so leben können, um das Leiden in uns selbst zu reduzieren, um das Leiden in unserer Familie, in unserem Land und in unserer Gesellschaft zu reduzieren. And our true love continue to grow and embrace everyone. Und dann wächst unsere wahre Liebe weiter und weiter und kann jeden anderen umarmen. And they speak of in Buddhism they speak of the four elements of true love as Brahma Vihara. Und im Buddhismus, da nennt man diese vier Elemente von wahrer Liebe, nennt man Brahma Vihara. Vihara means the dwelling. Brahma, the dwelling of Brahma, the kingdom of God. Und Vihara, das bedeutet so etwas wie das sich aufhalten von Brahma, also quasi das Himmelreich Gottes. And if you have true love, you are in the kingdom of God. Und wenn du wahre Liebe hast, dann bist du im Himmelreich Gottes. And the kingdom of God should not be searched for in time and in space, but in your heart, because true love comes from your heart. Und nach dem Himmelreich Gottes, da sollten wir nicht in der Zeit und nicht im Raum nachsuchen, sondern in unserem eigenen Herzen. Denn das Himmelreich Gottes, das kommt von wahrer Liebe. So, dear friends, what we have learned yesterday and today is that there is a deep connection between suffering and happiness. Also, liebe Freunde, was wir gestern und was wir heute gelernt haben, ist, dass es eine tiefe Verbindung zwischen Leiden und Glück gibt. Listen to our own suffering and embracing our own suffering, we come to understand the suffering of the world. And that help the energy of understanding and compassion to arise. Unser eigenes Leid also. If we know how to handle and take care of our suffering. Und es ist möglich, wahre Liebe zu kultivieren, und zwar dann, wenn wir es verstehen, uns um unser Leiden zu kümmern. After this Dhamma talk, we shall have an opportunity to enjoy walking together. Und nach diesem Dhamma-Vortrag haben wir die Gelegenheit, gemeinsam Gehmeditationen zu praktizieren. There is a habit of running that is very strong in every one of us. Und in jedem von uns, da gibt es eine sehr starke Gewohnheit, sich zu beeilen, zu rennen. Mindfulness help us to recognize that habit energy. Und Achtsamkeit hilft uns, diese Gewohnheitsenergie in uns zu erkennen. And that is why it's very helpful when breathing in and making a step, we say, I have arrived. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, sich zu sagen, wenn man einen Schritt macht, ich bin angekommen. I have arrived means I don't want to run anymore. Ich bin angekommen. Das bedeutet, ich möchte nicht länger rennen. Every step bring me to the here and the now. Jeder Schritt bringt mich ins Hier und Jetzt. Every step bring me to Brahma Vihara, the kingdom of God. Jeder Schritt bringt mich ins Brahma Vihara, ins Himmelreich Gottes. And I can get the nourishment and the healing in the kingdom, which means in the here and the now.
Und ich kann die Nahrung und die Heilung erhalten im Himmelreich Gottes, und das bedeutet im Hier und Jetzt. And together, working like that, we will generate a collective energy of mindfulness and joy, so that the kingdom becomes something very real and not just an idea. Wenn wir das gemeinsam tun, dann können wir so eine starke gemeinsame kollektive Energie hervorrufen, dass die Achtsamkeit nicht nur eine Idee ist, sondern eine tatsächliche Erfahrung für uns wird. You might like to make two steps while breathing in, and you can say suddenly, I have arrived. Du kannst, während du einatmest, zwei Schritte machen, und du kannst im Stillen zu dir sagen, ich bin angekommen, ich bin angekommen. This is not a declaration, a statement. This is a realization. You have to truly arrive in the here and the now. Das ist keine bloße Aussage, keine bloße Erklärung, sondern es ist eine Erfahrung, und du musst dann wirklich im Hier und Jetzt ankommen. There are those of us who can arrive in the here and the now 100% with every step. Und es gibt unter uns einige, die können im Hier und Jetzt ankommen bei jedem Schritt. And we have the kingdom of God, the pure land of Buddha with every step. Und wir haben das Himmelreich Gottes, wir haben das reine Land des Buddhas mit jedem Schritt. And the number of steps depend on you, 2 or 3. Und die Anzahl der Schritte, das hängt von dir ab, ob du 2 machen willst oder 3. And when you breathe out, you might make 3 steps or 4. It depends on you. Und beim Ausatmen kannst du 3 Schritte oder 4 Schritte machen, das bleibt dir überlassen. And you say suddenly, I am home, home, home. Und du kannst stillschweigend zu dir sagen, ich bin zu Hause, zu Hause, zu Hause. And walking meditation is a very wonderful way to learn to live deeply the present moment. Und Gehmeditation ist eine sehr schöne Art oder eine sehr gute Art und Weise, den gegenwärtigen Augenblick tief zu leben. Every morning we wake up and we know that a new day begins and we have 24 hours in front of us to live. Und jeden Morgen, da wachen wir auf und wir wissen, dass wir 24 nagelneue Stunden noch vor uns haben, um zu leben. And we do not want to waste that 24 brand new hours. Und wir wollen diese 24 nagelneuen Stunden nicht verschwenden. We want to live deeply every moment that is given to us to live. Wir wollen jeden Augenblick tief erfahren, jeder Augenblick, der uns gegeben wurde, um ihn zu leben. And with the practice of mindful breathing, mindful walking, we learn how to enjoy every moment that is given to us to live. Und mit achtsamem Atmen und mit achtsamem Gehen, da können wir es schaffen, jeden Augenblick tief zu erleben, jeder Augenblick, der uns geschenkt wurde zum Leben. There is that song that Yata, I have arrived, I'm home, we have learned by heart. But you don't need to use the whole song, you need only 1 line or 2 line. Und es gibt dieses Gata, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, was ich auswendig gelernt habe. Aber ihr braucht nicht das ganze Lied zu kennen. Es reichen diese ersten beiden Zeilen. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Walking like that, focusing on our breathing and on our steps, we naturally stop our thinking. Und wenn wir auf diese Art und Weise gehen, dann, wenn wir uns unseres Atmens und unserer Schritte bewusst sind, dann hört unser Denken wie selbstverständlich auf. And each step can bring us freedom. And joy and healing and nourishment. Und jeder Schritt kann uns Frieden bringen, Freude, Heilung und Nahrung. And this is a problem of training. Und das ist einfach eine Frage der Übung. And it can be very quick. Und das kann sehr schnell gehen. I remember a young lady, journalist, coming from Paris. She represent the Catholic weekly Témoignage Chrétien. Und ich erinnere mich an eine junge Frau, eine Journalistin aus Paris, die hatte
das ein katholisches, eine katholische Wochenzeitung repräsentiert. She was given instructions as how to walk with the nuns. Und sie hatte dann eine Einführung bekommen, wie sie mit den Schwestern Gehmeditation praktizieren kann. She understood perfectly the teaching. Sie hat das alles perfekt verstanden. But when she began walking with the nuns, she noticed that her mind refused to join her feet. Aber als sie dann mit den Nonnen wirklich gegangen ist, da hat sie, musste sie feststellen, dass der Geist sich weigert, mit den Füßen mitzugehen. But in 15 minutes trying, she was able to coordinate the mind and the steps. Aber nach nur 15 Minuten üben, war sie in der Lage, die Schritte und den Atem zu koordinieren. And after 2 weeks practicing with us, she went back to Paris and wrote a very beautiful article on walking meditation. Und nach nur 2 Wochen üben mit uns ist sie zurück nach Paris gefahren und hat einen wunderschönen Artikel geschrieben über Gehmeditation. And in that article, she described Plum Village as the country of the present moment. Und in diesem Artikel, da hat sie Plum Village als das Land des gegenwärtigen Augenblicks beschrieben. So let us enjoy the kingdom of the present moment together this morning. Also lasst uns das Himmelreich Gottes heute Morgen gemeinsam genießen.